Herzlich willkommen bei der Blablabla für mich falsch, meine Damen und Herren. Heute schauen wir von Dame featuring Rhetorik. Ja, featuring Rhetorik. Sandwich an. Die gute alte Sache hat mir gesagt, ich sehe da Dame aus einer ganz anderen Perspektive. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Natürlich, die ganzen Grüße gehen natürlich raus an die ganzen Dame-Supporter. Ich küsse euch. Ich küsse auch natürlich die anderen, die noch nicht hier stehen. Ganz klar. Der neue Zugang ist Lukas Kirsch. Ist halt lieber eine süße Kirsche anstatt eine saure Kirsche. So. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass etwas zweideutig wird. Jetzt in dem Song. Bestellt, weil eine Frau stellen gehört. Es liegt Erotik in der Luft. Okay, ich bin gespannt. Sandwiches bang, Bitches kämpfen mit Stößen, wenn wir Schwänze entblößen vom beängstigen der Größe. Ständiges Gestöhne im Viervierteltakt, höchstens zu drei Vierteln drin und nur zu einem Viertel nackt. Es ist wie beim Billard, wir machen Ansagen bei Löchern. Löcher, die unsere Dicks machen, sie Ansagen beim Löchern. Denn wir sammeln Löcher wie vom Piercings besessene, stecken Bolzen rein, bis ihre Hirnrinden brechen. Die Bitches sind erst vor dem Schwanz kauen am Deepfroaten, Hosen so wie Amokläufer andauernd am Reloaden, bitten und Meine Damen und Herren, das ist natürlich wieder Musik meines nach meinem Geschmack. Ich bin ja mit solcher Musik in Hip-Hop in Berührung getreten. Wie ich schon oft gesagt habe, mit den ersten Dinger, die ich gehört habe, waren von Frauen aus Geo und Gastungsfahrt etc. etc. Die ganzen Porno-Rap-Dinger zu Tode gepumpt. Auch die Battle-Tracks, Oldschool-Tracks, auch die, wie soll ich sagen, von Hirntod auch, etc., etc. Und das ist natürlich wieder mein Geschmack. Und da müsste ich natürlich jetzt den einen Kommentarschreiber fragen, der unter Finch asozial Song Fick mich Finch geschrieben hat. Das ist ja schrecklich, das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Hier haben wir ungefähr dasselbe und warum soll das nicht mit Hip-Hop zu tun haben? Aber egal. Ich lausche weiter den Klängen des der netten Frau im Hintergrund. Am Reloaden bitten uns danach, dass wir sie herrattern wie Floss im Beat. Und bekommen Herzrattern wie Kolibris. Denken über uns kein Stückchen positiv. Weil hinter deinem Rücken für uns Kohle fließt. Payback. Dieselben Hosts bekommen keinen Schlaf mehr. Faithless. Und zeigen deinem Gettipur ihren Arsch her. Safe-Sack. Leben die Menage à trois, stehen für jeden Schwarz am Herd. Und kauen zwischendurch gechillt am Rohr, so wie ein Panda-Bär. Auch bei deiner Kleinen sind ab sofort zwei Mann am Werk. Von hinten wie von vorn. Als ob ihr Name Anna wär. Und das ist der. Hä? Was sind denn das für Geräusche? Soll das. Hä? Was ist, soll das ein Frauenschrei sein, der verzerrt ist? Das klingt echt mittelkomisch. Natürlich, Flow-Abwechslung ist natürlich jetzt nicht gegeben, aber der Text ist schon hart. Der Text ist schon hart, Alter. Name Anna wär und es ist erst der Anfang, wenn dann Anna nachts wimmert, fühlt sich spitzig mich, als ob ich grad ne Ananas Finger. Vielleicht gefällt's dir nicht, dass ich grad Ananas Finger, doch tags darauf für euer Verlobungsring dann Ananas Finger. 1 plus 2. Schön gespittet auf Ananas. Auch drei Reime dann gleich. Ist ja viele Variationen von Ananas gebracht, aber dreimal wirklich. Okay, ich bin schon mal vorgespannt, wie, so wie ich es gehört habe, macht die Dame. Plus 2 ist gleich Sandwich Alarm. Schlägst halt noch 2 für das Gelbe vom Mai. 1 plus 2 ist gleich Sandwich Alarm. Wir werden diagonal in 2 Hälften geteilt. Bestell dir doch ein Glas, es ist noch was da. Denn wir trinken heute ein Loch in die Bar. Machen Radau im Hotel, teilen die Frauen und das Geld. Mach mal locker, zieh den Stock aus dem Arsch. Ich steh im Club und zwar mit. Oh, das ist so nervig, dieses komische Geräusch. Okay, ich bin schon mal auf Dames Part gespannt.
Rhetorik hat ordentlich, hat gut vorgelegt. Jetzt muss Dave nachziehen, man. Jetzt muss Dave nachziehen. Ich steh im Club und zwar mit stählerner Mimik, weil die Mädels das sehen, als wenn sie von den OBs schon befriedigt. Ich steh auf, geh aufs WC, denk, das gibt's nicht. So ne Hammerbrot, komm in Bewegung, mein Baby, Liebling. Baby. Was für ein Wahnsinn, Bruder. Alter, ich sag's dir, Bruder. Hat er jetzt wirklich Baby Baby gemacht? Was? Warte mal, das muss ich jetzt nochmal hören. Von wann ist der Song? Hey, die Schnauze, das kurz. Von 2017. Gut, der wurde 2017 hochgeladen, der Song. Aber ich weiß jetzt nicht direkt, von welchem Jahr der ist. Mein Liebling, was für ein Wahnsinnsluder. Alter, ich sag's dir, Bruder. Der geilen Sau wird erst die Nase, dann der Arsch gepudert. Jede Titte hat die Größe einer Maracuja. Ich steh mit Rhetorik vor ihr und sie schreit Halleluja. Sandwich schon. Ich mach den Spruch auch manchmal auf Arbeit. Gib den Luder ordentlich, Bruder. Ah, fuck, Alter. Es lässt sich doch über nichts streiten. Reiten ein, um Mädels machen die Beine breit so wie Süßigkeiten. Diese Typen zeigen jeder vor, was Ficken heißt. Die eine Hand am Kitzler und die andere macht den Nippel steif. Keine Angst, denn das alles hat seine Richtigkeit. Wir ficken Weibern, um zu zeigen, was es heißt, da drin zu sein. Mach du von vorne, Alter, ich übernehm das Hinterteil. Machen wir zur dritten Sandwich, gibt's nur eins, ich bin dabei. Kurz am Bacardi nippen, dann das Gras wegschütten. Wir haben Bonanis, die mir schlucken, lassen Nami schlitten. Das ist der reine Wahnsinn, denn meine Ladies sind gewohnt, dass ich meistens im Arsch bin. Ich bin Analsex, Liebhaber. Also hier haben wir ein bisschen Flow-Abwechslung. Jetzt haben wir so, die Lines von Dame sind noch niedlich. Wenn wir jetzt die Anfangsline von Rhetorik anhören, da sind die noch recht zaghaft und niedlich. Aber echt nur echt netter Vergleich mit den sie schluckt mehr als ein Ami-Schlitten. Also wirklich, bei dem sind echt ein paar nette Lines dabei, muss man einfach sagen. Ich bin Analsex, Liebhaber. So wie der Schieferdatum gibst du dir heute die Kante wie ein Carving-Schieferer. Mann, ich hab so viel Schlampen, das gibt's nicht. Denn mir stehen alle Türen offen, so als wäre mein Name Dietrich. 1+2. Oh, Alter, wirklich? Bringt er die Dietrich-Line? Die habe ich auch hundertfach gehört. Also nicht wunderbar. Na gut, ist jetzt, ist übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Die Dietrichlein mit den. Oh fuck, Alter. Oh, die ist auch ein bisschen ausgereizt. Ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, von wann der Song ist. Ich glaube nicht, dass es 2017 ist. Es war wahrscheinlich etwa irgendwo auf den älteren Alben drauf. Also der Beat ist schon nice. Die Hook mit den Abwechslungen. Drei ist gleich Sandwich Alarm. Sechs halt noch zwei für das Gelbe vom Mai. 1+2 ist gleich Sandwich Alarm. Wir werden diagonal in zwei Hälften geteilt. Bestell dir doch ein Glas, es ist noch was da. Denn wir trinken heute ein Loch in die Bar. Machen Radau im Hotel, teilen die Frauen und das Geld. Mach mal locker, zieh den Stock aus dem Arsch. Der Hook ist so niedlich. Ja, bei Retro geht's mehr so. Obwohl der Flow eintönig ist und bei Dame natürlich Flowwechsel drin ist, sind bei Dame halt die netten Lines, also sind die Lines halt mehr so nett, mehr umschrieben etc. Und bei Retro haut die Bars halt voll in die Fresse. Mit ein paar netten Vergleichen etc. Aber sonst hat das Ding catcht. Dafür gibt's ein Like. Auch wenn es nicht auf Dames Kanal ist, dafür gibt's ein Like. Ihr könnt natürlich wieder eure Meinung in die Kommentare schreiben. Eure Kritik in die Kommentare. Und Vorschläge könnt ihr, oh fuck meine Maus, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. In der Infobox werdet ihr den Song finden, den Kanal von Dame und den Kanal, wo ich das angeguckt habe. Falls ihr euch nochmal geben wollt, natürlich. Was war's noch? Ne, es war eigentlich alles. Den Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles. Und ihr wisst Bescheid, es ist Sandwich-Alarm. Ich hab's auch noch Sandwich-Toaster.